1992 lange Jahre warteten die Tischtennisspieler auf ihre olympische Chance. Sie zu wahren, unterzogen sie sich über 100 europäische Spitzenspieler in Karlsruhe einer 4 Tage Qualifikationstortur. 1200 Bälle mussten über 1 Million Schläge einstecken und ihr Zelluloid leben lassen, um 19 Damen und Herren aus 25 Ländern den Weg nach Seoul zu ebnen. Den komplizierten Qualifikationsmodus zu verstehen, erforderte das Studium einiger Semester Ping-Pongologie, überforderte so manchen Zuschauer, ja sogar Insider. Allein deutsche Gründlichkeit und ein gut gefütterter Computer sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Karlsruher Mammutprogramms. 4000 Schläge und 5 Kilometer Sprint. Der 15-Stunden-Tag des Ralf Wosig. Der Tag, der fängt sehr früh an. Wir stehen ungefähr um 7 Uhr morgens auf, das heißt 3 Stunden vor dem ersten Spiel. In der Regel sind 5 Spiele am Tag. Das heißt, vor jedem Spiel ist ungefähr 1 Stunde Training noch angesagt. Dann ist es so, dass die Spiele zwischen 25 Minuten und 45 Minuten, einige Spiele sogar bis zu 1 Stunde dauern. Und da kann man sehen, dass man fast den ganzen Tag nur am Tischtennis spielen ist. Und da muss man natürlich die wenigen Pausen, die sich ergeben, optimal ausnutzen. Man muss sich regenerieren, man muss abschalten in dieser Zeit. Und das ist eben die Kunst des guten Spielers, dass er das sehr gut kann. Wie bauen Sie den Stress, die psychologische und auch die physische Belastung ab? Man macht also ein sehr, sehr hartes Aufwärmprogramm vor dem Spiel. Und das hilft zum Beispiel über die Nervosität hinweg. Weil es ist ganz klar, jeder Spieler spielt bei so einem Turnier mit einer gewissen, ja, ich will nicht sagen Angst, aber doch mit einer Nervosität. Und die gilt es dann zu überwinden und dann im entscheidenden Moment eben einen klaren Kopf noch zu behalten. Sie haben ja nun in vielen Jahren Tischtennisklasse schon sehr viele große Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Ranglistenturniere erlebt. Was ist dieses Olympia-Qualifikationsturnier im Vergleich dazu? Welches Stellenwert hat es für Sie? Dieses Olympia-Qualifikationsturnier hat für mich den höchsten Stellenwert. Ich bekomme die Chance, bei den Olympischen Spielen zu starten in meiner Karriere nur einmal. Und von daher ist es für mich ein einmaliges Erlebnis, auch so eine Qualifikation zu spielen hier. Eine Weltmeisterschaft habe ich jetzt 5-6 Mal gespielt, Europameisterschaft ähnlich. Und an so einer Olympiade teilzunehmen, ist was Einmaliges. Eben auch mit anderen Sportarten zusammen zu sein, im olympischen Dorf. Das ist für uns Tischtennisspieler ja Neuland. Und das ist, glaube ich, das Interessante auch daran. Eine hatte sich das Neuland Olympia dank ihres Weltranglistenplatzes bereits ohne neuerliche Qualifikation erschlossen. Olga Nemes, die 19-jährige Saarbrückerin. Für 5 andere sollte der Traum Seoul in Karlsruhe Wirklichkeit werden. Eben Ralf Wosig, 29, Sportartikelkaufmann aus Düsseldorf, der Senior des Teams. Georg Böhm, 25, vom deutschen Meister TTC Grenzau, Tischtennis-Profi. Jörg Roskopf, 18, und ebenfalls schon Profi. Das Tischtennistalent im Lande. Ilka Böning, 19, Studentin von der TSG Burg Gretesch. Und Katja Nolten, gerade 17, Schülerin vom DSC Kaiserberg. Am 3. Wettkampftag ist der Traum von Seoul für Ilka Böning ausgeträumt. In der Vorrunde hat sie technische und läuferische Mängel noch durch ihre Schlagkraft ausgleichen können. Nach 35 Sätzen aber kommt das Aus. Samstag, 16.33 Uhr. Da waren es nur noch 4.
Katja Nolten dagegen übersteht die Zwischenrunde, bleibt im Rennen. Auch Jörg Roskopf spielt übererwartend gut. In der Begegnung gegen den Franzosen Gatien hat er die Chance, sich mit dem 9. Sieg im 9. Spiel direkt für Olympia zu qualifizieren. Einstand im 5. Satz nach 3 Matchbällen für den Franzosen, die Chance für den Publikumsliebling mit den sensationellen Schlägen. Aber wieder Matchball Gatien. 2 Bälle trennen ihn von Olympia. Und Sieg für den Franzosen. Roskopfs Olympiachance ist gesunken. Samstag, 17.14 Uhr. Doch jetzt spielt Fortuna für ihn mit. Nur 2 Minuten später am Nachbartisch schlägt der Engländer Cook den Ungarn Kriston und macht damit für Roskopf den Weg nach Seoul frei. Es dauert lange, bis der gerade noch Geschlagene die Glückwünsche der Mannschaft überhaupt begreift. Rossi, wie ihn alle nennen, ist für Olympia qualifiziert und Georg Böhm will es ihm gleich tun. 5. und entscheidender Satz gegen Birochot, Frankreich. Der vielfache deutsche Meister, vor einem Jahr aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen, bei der Weltmeisterschaft erfolgreich zurückgekehrt, zuletzt verletzt, übertrifft alle Erwartungen. Glatt 21:13 schlägt Böhm Birochot im 5. Satz und schafft den Sprung nach Seoul. Samstag, 19.35 Uhr. Aus dem Duo ist ein Trio geworden. Nemes, Roskopf und eben Böhm. Jubel hier, Enttäuschung da. Ralf Wosig, der 3. im Bunde der Herren, muss wegen eines eingeklemmten Nervs im 10. Spiel aufgeben und seine Hoffnungen auf den Sonntag vertagen. Hoffnungsläufe würden die Ruderer dazu sagen, was ihm und Katja Nolten verbleibt. Mit 17 hat man noch Träume und ist wohl auch ungezwungen genug, sie zu realisieren. Katja Nolten packt ihre Chance und ihre Gegnerin, die Finnin Greffberg. Sonntag, 10.29 Uhr. Katja verhilft dem Deutschen Tischtennisbund zum Olympischen Grand mit 4. Ralf Wosig dagegen kann leider nicht mehr Trumpf spielen. Über Nacht gesund gepflegt, aber übernächtig unterliegt er nach 2:1 Führung dem Jugoslawen Primorac mit 2:3 Sätzen und verliert mit dem 10.000. Schlag seinen Kampf um die Olympiateilnehmer. Aus der Traum. 10.53 Uhr. Doch Karlsruhe war 20 Jahre nach Eberhard Schöler vielleicht ein Neubeginn. Nemes und Nolten, Böhm und Roskopf fahren nach Seoul. Und Jörg Roskopf krönte diese Leistung sogar noch mit dem sensationellen Turniersieg. Die Gastgeber, im Vorjahr gehörten sie noch zu den abstiegsgefährdeten Teams. Sie konnten sich aber vor Beginn dieser Saison sehr verstärken, unter anderem durch die Verpflichtung eines Topspielers aus China und durch Wilfried Lieg. So verstärken muss man hinzufügen, dass sie diesmal an der Spitze der Tabelle mitspielen. Und einen Nachweis ihrer Klasse konnten sie heute beim Spiel gegen den Tabellenführer, gegen Saarbrücken, zeigen. Die Höhepunkte dieser Begegnung und die interessantesten Ballwechsel schildert nun Benno Neumüller.